Готов, Варишу? Tenaya Kalich Ilio Femadro Naomi Chia. Avie Pierre, nu, ach, Robotsaya. Ja, damit guten Morgen und Servus. Willkommen zurück hier zur Contraband Police, ne, zum Grenzsimulator 2023. Mit unserem Stempelhuber und wer ist noch dabei? Da Maximov ist da. Servus, Maximov. Ja, wir sollen hier heute beweisen, was wir alles gelernt haben. Was ist denn heute? Moment. GNQ, der nächste Schmuggler und der Frachtbrief, diese Verordnung, die noch Gültigkeit hat. Na dann. GNQ, okay. Der hat schon mal ein anderes Kennzeichen. So, servus. Was ist das denn? Willst du etwas tauschen? Kleinhandel. Einige Besucher werden mit dir handeln. Mhm. Ja, Schwarzmarkt. Eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Der Preis, dann war in deinem Inventar ist der Preis, den du... Für den du gekauft hast? Ja, okay. Moment, er kauft oder verkauft? Er kauft Toilettenpapier, das ist ja also, ne? Echtes Schwarzmarktgut, Wodka und Päckchen Zigaretten. Okay. Und er verkauft Kartoffeln, Kaffee und Waschpulver. Ich kaufe einfach mal. Ich kaufe mal Kaffee und Kartoffeln. Waschpulver ist mir zu teuer. Ja, gutes Geschäft. Ja, ja, natürlich. So, dann gib mal deinen ganzen Blödsinn hierher. Ja, ja, du kriegst es schon zurück. Keine Angst. Hamsadamdin. Das ist schon mal der erste Fehler. So, diesmal trage ich gleich den Fehler ein, bevor ich wieder Mist baue und das vergesse. So, der ist auch schon mal abgelaufen. Das heißt, das ist auch erledigt. Die Passnummer... ist auch falsch. Mein Gott, da stimmt ja gar nichts. Das Bild ist richtig. Ja, das ist ja eine große Freude, dass zumindest das Bild stimmt. Super. So, was haben wir denn da alles? Ja, okay, was? Ich lade den ganzen Scheiß erstmal aus. Nein, nein, ich verschwende keine Zeit. Das passt alles. Das sind vier Stück, vier Benzinfässer. So, das passt natürlich auch nicht. Ist ja logisch. So, räumst du das wieder ein? Machst du, okay, gut, machst du, sehr gut. Das ist doch schön. Tja, ich fürchte, wir zwei haben keinen guten Start. Mein lieber Hamza, ne? Nein, verdammt, ich habe vergessen, den Fehler zu markieren. Ja, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Scheiße, scheiße, ich bin so blöd. Headbanging an dieses blöde schwarze Brett. Also erkennst du den Fehler und vergisst ihn zu markieren. Selten dämlich, Wachtmeister Dimpfelmoser. Du bist ja so ein Grenzpfosten hier. Da hab's doch gewusst. Da, genau. Genau den Fehler. Großartig. Na, so großartig war das nicht. Eieiei. So, servus. Gib mal dein Klump her. Ja, ja. Na dann, was hast du? Kamal Pollard. Hey, der haut ab. Halt. Alarm! Alarm! Hinterher! Mit dem komischen Bulleneimer hier, was? Was? Sirene? Motor? Alarm! Hinterher! Unglaublich! Muss ich mit dem Eimer jetzt eine Verfolgungsjagd machen? Ja, witzig, okay. Also hier ist einiges geboten, muss ich sagen. Hier ist richtig Action. So, hier rechts, oder? Auf dem Schleichweg. Boah, das Ding, der hat ja einen Wendekreis wie ein Haus, du. Uiuiui. Was haben wir denn da? Ah, okay, Schleichweg, ja. Auf den Schleichwegen hat man, glaube ich, keinen Gegenverkehr. Zumindest habe ich da jetzt noch keinen gesehen, was ja gut ist. Hinterher, los, Vollgas. Wie will ich denn den stoppen? Ich habe ja gar keine Möglichkeit, den zu stoppen. Ich habe ja keine Waffe und nichts, gell? Nee. Oh, super, das hast du ja schön gemacht hier. Voll dagegen gedonnert. Ja, mein Freund. Einkasteln. Kommen Sie mit. Ah, ist ein wichtiger Telefonanruf, okay. Oh, die Sirene aus hier, ist ja schrecklich. Aus.
Okay. Ich hoffe mal, dass es hier Richtung Heimat geht. Ja. Okay. Was? Da kommen wir bei der Polizei raus. Ah, ja. Gut, also dann fahren wir den Schleichweg und dann links weg geradeaus. Dann müssten wir zurückkommen zu unserem Grenzposten. Mei, oh mei. Hier, Wachtmeister Dimpfelmoser. Der Schrecken der Verbrecher und Schmuggler und überhaupt. So, mal wieder ein bisschen. Vorsicht, hier kommt die Polizei. Jawohl, dankeschön. Na, funktioniert, das finde ich ja richtig gut. Uiuiui, okay. Habe ich schon gedacht, jetzt schepper ich voll in den rein, aber ist nochmal gut gegangen. Da hier auf der Landstraße, auf der asphaltierten, da ist Verkehr ohne Ende, aber die Schleichwege, da kannst du echt rumheizen, da passiert gar nichts. Ja, sag mal, trautes Heim, Glück allein. So, zum Rückwärts einparken ist das echt angenehm, diese Third Person, ne? So, hallo, du tankst wieder auf, gell? Sehr gut. So, und wer repariert jetzt das Ding hier? Keine Ahnung. Halt! Oh, Moment, ich habe ja noch den Gefangenen im Auto, gell? Oder? Den muss ich doch bestimmt in die Gefängniszelle verfrachten, weil es ja geheißen hat, die hauen sonst ab. Ja! Gerade noch dran gedacht. Oh, das Werkzeug, was hier lag, das ist verschwunden. Ah, verdammt. Sehr ärgerlich. Ah, ihr Lappen hier. Ja, ja, ja. So, was ist jetzt wieder los? Varishu, my zatracili radio Siaza, ať brigadu staršiny Gavrilova. Oni madre trupsaja, ili kvavo fista terrori, ať laso pilnikovnaja. Dielo eto ažne, iliovi madre churka pašlo. Was? Wer ist verloren gegangen? Irgendjemand ist verloren gegangen. Was? Irgendein... Oh! Oh, jetzt wird's interessant. Sergeant Gavrilovs Brigade. Aha. Also die Brigade, ja. Nimm Kontakt. Auf. So. Pistolenmunition? Ja. Jetzt wird's interessant. Am Sägewerk. Moment, Sägewerk, da ist doch gar nicht so weit weg. Hier in der Mitte, genau. Halt, verdammt, das war jetzt blöd. So, genau. Ja, ich habe auch Verstärkung dabei. Servus. Eto prabotni aparatnjok problema zadon. Eto zaližno adroni od Montra. Captain Sorokin. Der Captain. Captain Sorrow? Moment, war das nicht der, der uns hergefahren hat? Oder da ist er mich gerade? Du hast uns doch hergefahren. Ach Gott, ich habe ein scheiß Namensgedächtnis. Ist egal. Da muss doch bestimmt ein Schleichweg hinführen. Nein, nicht diese. Verdammt, falsche. Ja, falsche Taste. Der nächste Schleichweg rechts. Kommt gleich da vorne. Hier, ne? Genau. Moment mal, das ist doch genau die gleiche Strecke, die wir gerade gefahren sind, oder? Wo wir dem Typ hinterher sind, der an der Grenze abhauen wollte. Ja, das ist genau der Weg. Okay, so, da links. Heieiei. Sorry, das war jetzt gerade total nervig, diese Musik. Nichts gegen ein bisschen... Das ist genau die Stelle, wo wir den Typ gerade hops genommen haben. Da ist dieses Sägewerk, okay. Korruption! Nie tap to uvarić. Starshina Gavrilov estio zazdro kriminalov. Aczni ta aralać.
Euer Madro, Usiadomica, Inspektora, Ili, Incidente. Motor, geh an. Es geht nicht. Oh, shit. Ich kann nicht starten. Aua, aua. Verdammt. Moment, Pistole. Ja, klar. Also, mit der kleinen Pistole hier gegen alle, oder was? Gegen die Profis. Aua. Oh, nein. Boah, Alter. Pff. Ja, sicher. Na, klar. Game over, wie soll denn das gehen? Hurka, opokameno! As można je vozivatko! Ach, das ist geskriptet, okay. Oh Gott, ich hab schon gedacht, ich hab total gefehlt. Aber man soll den Kampf wohl nicht überleben, oder? Oder schon überleben, aber man soll den gar nicht gewinnen. Eine Überzeugung, dass du tot bist, fliehen die Rebellen aus dem Sägewerk. Nach einer Stunde, natürlich. Er blutet so vor sich hin, aber nach einer Stunde schickt dann der besorgte Kommissar seinen Stellvertreter. Sehr gut. Die Wunde war nur oberflächlich, aber Genosse Sorokin, der Captain Sorokin hat es nicht geschafft. Eieiei. Verdammte Verbrecher. Schulung abgeschlossen. Ah, jetzt darf ich selbstständig arbeiten, oje. Na, ob das so gut ist? Erfülle die Aufgaben richtig, um befördert zu werden. Ein höherer Rang bedeutet bessere Bezahlung. Okay, das klingt interessant. Zugang zu neuen Funktionenposten. Von diesem Zeitpunkt an werden wir dich nicht mehr finanziell unterstützen. Verdammt. Eine Verschuldung der Station bedeutet die sofortige Entlassung. Oh je. Keine Schulden machen. Okay, oh, es gibt eine neue Zeitung. Okay. Die Stimme von Akaristan. Falsche Hilfe. Waffenschmuggel gestoppt. Was? Eine humanitäre Organisation aus dem Königreich Arkai wurde erwischt, wie sie Feinde unserer Nation unterstützt hat. Die Weiße Taube verkaufte unter dem Vorwand, Familien in den Vereinigten Rali zu helfen. Waffen an Banditen der blutigen Faust. Königin Kaylana bestreitet jegliche Verbindung. Es gibt ein Embargo von unserer Regierung für alles, was aus dem Königreich kommt. Ui. Schwere Regenfälle im Westen führen zu Überschwemmungen. Viele landwirtschaftliche Kulturen wurden zerstört. Beschränkung für Lebensmitteltransporte wurde aufgehoben. Na gut, hoffentlich muss ich jetzt auch noch die Ware nicht kontrollieren, auf was ist Lebensmittel und was nicht. Ach du Schande, was ist denn da wieder? Okay, also, alles was aus RKI kommt, ab nach Hause. Dann haben wir hier, wir suchen einen Schmuggler, 50 Jahre alt. Wir suchen einen Schmuggler aus United Rally und die Zulassung ZBH ist zu prüfen. Das kann ich mir nie merken. Ich sehe es jetzt schon. Ich sehe jetzt schon mein Scheitern. Gott. Oh, der schaut ja schmucke aus, der Kahn. Da fehlt ja die Hälfte hier. Schau mal. Da fehlt sogar das Nummernschild. Okay, so ein anderes Nummernschild. So, servus. Ja, zeig mal, was du da dabei hast, du. Nein, die Karte brauche ich jetzt nicht. Königreich Arkay, okay, du kannst schon nach Hause fahren, denn dich darf ich hier nicht reinlassen. Zafar Karabaev, achtmal Gepäck, die Nummer passt, die Gültigkeit passt auch, aber ich darf dich leider nicht reinlassen, weil tägliche Bestimmung, genau. So, dann, aber zählen muss ich trotzdem, ne? Den muss ich trotzdem, ja. Und ich muss ja schauen, ob da was fehlt oder nicht. Aber es sieht, glaube ich, gut aus, oder? Okay. Achtmal Gepäck, ja, das stimmt auch. Aber, Moment. N war das, gell? N ist Kontrollbericht, ja. Nee, sorry, es tut mir leid. Ich darf dich nicht reinlassen. Falsche Nation.
Ja, ich kann nichts dafür, ich mache die Regeln nicht, ne? Also, na dann. Servus. Nächster. Wie war das Kennzeichen? ZBH. Auch nicht der, ne? Was hat der da hinten? Auch nicht der, ne? Ja, okay. Ja, er freut sich in Arzt, sehr gut, hallo. So, dann zeig mal Dokument bitte. Ja, ja. So. Was? Nie tap ilio one brazu nasze wyprawiteli, a da sapoczna eto terrora. Ja, ganz ruhig, Meister hier, ne? Mal geschmeidig durchatmen jetzt hier. Okay, ne? Ein Patriot einfach. Ja, Valentin Madejkov. Hat noch Gültigkeit soweit. Ah, zweimal Kuh, einmal Schwein. Servus. Das passt, hätte ich gesagt. Ja. So, hier muss ich, glaube ich, nicht groß kontrollieren, oder? Nö, weil da gibt es ja gar keine Zeichen für. Ich würde sagen, das passt. Ja. Gute Fahrt. Willkommen zu Hause. Stempel drauf. Und Judas. Na endlich. Also, pass doch mal auf, du. Na endlich, sagt er. Ich glaube, ich bin... Nächstes Mal schlitze ich dir deinen Reifen kaputt. Nächster. Oh. Der Reifen ist schon kaputt. Na dann. Ja, servus. Oh, da gibt von sich aus die Dokumente. Das ist ja verdächtig. Sehr verdächtig. Du kommst aus Erka. Ja, kann ich dich schon nach Hause schicken? Juri Anagurev. Da ist schon mal der erste Fehler. Der Name passt nicht. Die Passnummer passt auch nicht. Name, Passnummer, Haltbarkeit ist in Ordnung. Das Foto ist auch in Ordnung, ja. So, dann müssen wir noch kontrollieren, ob das hier alles auch wirklich das ist, was draufsteht. Jesus, mein Gott, ist das viel Klumpe. Was hatten die alles dabei hier? So, das ist 9x Zement, 4x Reinigungsmittel, eine Toilette, eine Waschmaschine und ein Kühlschrank. Das passt nicht, denn ich habe hier zwei Waschmaschinen gezählt. Das bedeutet, der Frachtbrief ist auch falsch und ich darf dich nicht reinlassen. So, Meister. Das tut mir jetzt fast gar nicht leid, aber du solltest dir auf jeden Fall mal... Was ist denn das hier? Achso. Zwei neue Reifen können. Denn das sieht nicht so wirklich prickelnd aus, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn das hier? Ah? Naja, komm. Ich habe schon so viel gegen dich in der Hand. Da kommt es da auch nochmal drauf an. Ich glaube, du darfst gehen. Festnehmen. Nein, du darfst nach Hause fahren. Also du darfst nicht rein. Ja, du mich auch. Raus jetzt mit dir, du Lump. ZBH. Mhm. Auch nicht. Ist auch kein Schmuggler. Oder zumindest nicht wegen des Kennzeichens. So, servus. Ja, quetsch nicht, ich gebe die Dokumente jetzt hier. Ah, gute Inspektion. So, was hast du hier? Was kaufst du? 32 für Waschpulver. Wow. Okay. Ah, der verkauft Kartoffeln für 19, ich habe sie für 15 gekauft. Kaffee für 14 habe ich auch für 14 gekauft. Toilettenpapier für 15, das ist ja unverschämt. Ah, vergiss es, mit dir mal kein Geschäft, Junge. So, also, pass auf. Ah, Königreich Erkay, natürlich. Rafi Kuliev. Ach, der hat gar nichts dabei, oder? Ja, dann. Der Passnummer ist okay. Ja, Bild würde ich auch sagen, dass in Ordnung ist, ne? Wie alt ist der? Baujahr 55. Nee, das sieht eigentlich
alles soweit gut aus. Einen kurzen Kontrolletti, aber ich glaube, das ist unbegründet. Ja, nee, da verschwende ich bloß meine Zeit. Ich glaube, den kann ich durchlassen. Passt. Ich komm mit. Warte, nimm mich mit. Ich komm mit. Ich komm mit, ne? Darf ich da mitfahren? Also dann. Hey, was ist los? Wir fahren jetzt. Also dann tschüss. Das geht sogar, schau mal. Nein, verdammt. Dieses verdammte Arbeitslager hier, so ein Mist. Die zwingen mich hier zur Arbeit. Das hätte ich jetzt witzig gefunden, wenn der mich mitgenommen hätte. Ja, so ein Mist, aber auch. Dieses böse Spiel. So, hallo. Guten Morgen, ja, du bist auch guten Morgen. Gib mal das Ding her hier, danke. Was? Was? Aha. Was du alles für Geschichten erzählst, steig mal aus, Meister. Du hast keinen Bart, ne? Auf dem Bild hast du einen Bart. Das gefällt mir nicht. Miroslav Vasiljev. Vasiljev, Miroslav. Die Passnummer ist falsch. Also, pass auf. Die Passnummer ist falsch, das Foto ist falsch. Naja. Da sehe ich nichts. Was ist das hier? Ja, aber es tut mir leid, ich kann dich trotzdem nicht reinlassen, ne? Nope. Roter Stempel. Warum? Warum? Darum. Du hast dich rasiert. Das darfst du nicht. Ab nach Hause zu Mama. Nicht rasieren oder neues Passbild holen. Ganz einfach. Servus. Mit dem hätte ich mitfahren sollen, ne? Was? Was? Schmuggelware? Der steht hier aber nicht drauf. Der steht hier nicht drauf, dass der geschmuggelt hat. Oh, okay. Das ist so ein Mist. Also muss ich immer selber kontrollieren. Das ist so eigentlich verdammt. Das sind dann nur Hinweise, aber kontrollieren muss ich wohl immer. So ein Mist, aber auch Sackelzement. Was ist jetzt da drin schon wieder? Was ist denn das jetzt? Verwaltung des Postens. Mit diesem Computer kannst du deinen Posten verbessern. Tägliche Kosten für die Wartung kontrollieren und die Statistik deiner Arbeit überprüfen. Stelle zusätzlich Wachen ein, um die Verteidigung der Polizeistation zu verbessern. Bau Gebäude auf, um mehr Platz zu geben. Ja. Ah? Leutnant, falsche Hilfe, 2 von 3 Gefangenen, 13 von 25, 5 Kilometer zurückgelegt, Gesamtumsatz, korrekte Inspektion 14, nicht korrekte 1, ja, das haben wir gerade erlebt, 18 Schmugglerware gefunden, eine KGP-Datei, besiegte Angreifer. Was meint denn der mit besiegte Angreifer? Ja. Ach, Moment, ja, natürlich. Ich habe ja, glaube ich, einen getötet, ne, bei diesem Feuergefecht. Ich glaube, einen habe ich getötet.
Die täglichen Kosten belaufen sich auf $60. Quartier, Lager und Gefängnis. Das Personal kostet mich 75. Und das Fahrzeug, das kostet mich pauschal 15. Also egal, ob ich es benutze oder nicht, das kostet mich $15. Also 150 gehen am Tag raus. Das ist mein Quartier. Für 600 könnte ich upgraden. Für eine kleine Baracke. Ja, super. Ist ja mega, oder? Bisschen mehr Gesundheit, ein Punkt. Naja, das ist jetzt nicht so der große Hit. Was gibt's hier noch? Das Lager. Habe ich doppelte Kapazität. Und was habe ich noch? Das Gefängnis. Habe ich 5 Kapazität. Und kostet mich doppelt so viel Unterhalt. Nee. Wachtmeister Maximov. Inspektionsassistent. Den könnte ich upgraden. Oh, dann hat er eine Maschine. Pistole und, oder Maschinengewehr und mehr Gesundheit. Der Wachtmeister Repni, das ist unser Werkstattmeister, ne? Mechaniker, ja. Auch Maschinengewehr. Der Gefängniswärter, oh, den brauche ich. Moskowitsch, Gefängniswärter, ja, den brauche ich, weil sonst laufen die mir alle weg. Ach, hier oben wird dann angezeigt, was man hat und was man nicht hat. Wachtmeister Novik, Grenzsoldat, dann gibt es nochmal einen Wachposten und einen Scharfschützen fürs Krähennest. Ah ja, okay. Und die Autos, das ist unser, das ist der Kahn. Wenn ich den upgrade, hat er mehr Geschwindigkeit und hält mehr aus und mehr Kapazität und kostet doppelt so viel. Mäh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn der schneller ist bei meinem Fahrstil. Dann haben wir hier einen. Okay, das ist so ein kleiner Polizeiflitzer. Der ist deutlich schneller. Passen 2 Gefangene rein. Also das ist so ein kleiner Flitzer einfach, ne? Boah, kostet 1200 Milligramm Marsch. Oh, und das ist ein großer Gepanzerter, oder? Der hält was aus. 8 Gefangene, das ist ein Großtransport. Nö, du, ich glaube, ich muss die Kohle zusammenhalten. Oder ich bin da wieder so geizig. Ich bin viel zu geizig, um Geld auszugeben. Nein, nein, wir sparen natürlich. Gell, Igor, wir sparen. Das ist ganz wichtig. Jawohl. Was? Ach, der ist schon da. Hallo, Wachtmeister Moskowitsch. Hm? Na dann. Na, Männer, wie geht's euch? Viel Spaß da drin, oder? Macht Spaß. Ja, ja, genau. So, Tür zu. Ah, hier ist die Karte, genau. Akaristan. Das ist Lager. Pistolenmunition. Oh, wo kommt denn das Zeug her? Wo kommt denn die Pistolenmunition her? Gasrohr. Okay. Kann ich die? Die stackt. Okay, ja gut, dann nehme ich die mal mit, wenn die. Mit einem 10er Stack, dann nehme ich so ein 10er Stack mit. Die habe ich auf der 6, habe ich die Pistole. Okay. 85 Schuss. Naja, bei meinen Zielkünsten dürfte das nicht lange halten, aber das soll uns an dieser Stelle jetzt erstmal egal sein. Wie spät ist es denn? 5:30 Uhr abends. Ja, ich glaube, da können wir den Tag beenden, oder? Ja. Hätte ich mal gesagt, da beenden wir den Tag. Gehen wir pennen, so. So schaut's aus. Türe zu. Kann sogar Licht anmachen. Schau mal hier. Super. Ansonsten kann ich hier nichts. Ne, ich muss auch nichts essen. Ich muss auch nicht aufs Klo. Alles ist prima. Da, pennen wir doch eine Runde. Okay. Also, ein bisschen Geld haben wir verdient. Korrekte Prüfung, ein bisschen was verkauft. Nicht korrekte Prüfung, das tut natürlich weh, ne? Diese 250er, ah, die waren ärgerlich, ja. Aber gut, das war hoffentlich ein Lerneffekt. Upgrades. Ja. Ja gut, aber selbst mit dem Fehler, wenn ich die Upgrades nicht gemacht hätte, dann hätte ich auch noch Plus gehabt. Also ist alles okay. Liebe Leute,
das war's für heute. Ne? Wir sind schon wieder durch. Ich sag vielen Dank fürs dabei sein hier beim Grenzsimulator Contraband Police. Genau, Contrabando. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der Wachtmeister Dimpfelmoser grüßt in die Runde, in die Ferne und wünscht wie immer eine gute Zeit. Bis zum Wiedersehen. Macht's es gut. Und Servus.